Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und zwar, genau, der zweite Part des zweiten Displays von XY Schicksalsschmiede wartet jetzt auf euch. Das sind die nächsten, also die zweiten 18 Booster, die andere Hälfte dieses zweiten Displays. Im ersten Part haben wir schon coole Sachen gezogen, aber ich hoffe, dass wir das irgendwie auf irgendeine Art und Weise noch toppen können. Das wär's mal. Hier hatten wir Riolu als erstes, Skaluk, Smogon, Spoink, Dickdar, Chaosturm, sehr cool. Hatten wir, glaube ich, in diesem Part vielleicht einmal gezogen oder keine. Altarias Geistesbund, Team Rockets Machenschaften hatten wir auch noch nicht gezogen, glaube ich. Ich mag die Karte sehr. Spoink ist unsere Reverse und die Rare, ein Amoroso Rare. Ja, okay, okay. Nun. Ich hoffe, wir ziehen natürlich noch ein paar EX. Bestenfalls natürlich auch noch eine Full Art. Am besten natürlich die Secret Rare auch noch dazu. Naja, man kann natürlich nicht alles haben. Rockara mit der Bodyguard-Fähigkeit, Sesokitz, Bronze, Riolu, Pummeluff mit Spoink und Serpifeu drauf. Aber irgendwie, die sind auch gerade irgendwo im Nirgendwo. In irgendeiner Ruine oder so. Alles mit irgendwelchem Efeu verwachsen. Hyperball und Efeu-Serp. Energie-Rückstellung. Kabutos Doom-Fossil ist unsere Reverse. Und die Rare ist ein Ordoch-EX. Sehr cool. Auch noch nicht gezogen. Watschensauger. Hört sich spannend an. 20 Schadenspunkte fügt es dem gegnerischen Pokémon zu. Und heilt 20 Schadenspunkte bei Ordoch selbst. Für eine Farblos. 180 KP hat dieses Pokémon. Im Übrigen. Wellenreiten. Dieser Angriff fügt 10 weitere Schadenspunkte mal der Anzahl der Pokémon auf deiner Bank zu. Ja, okay. Also 60 plus irgendwas. Okay, also wenn man 5 Pokémon auf der Bank hat, gehen wir davon aus, sind es 110, dann ist der Angriff solide. Allerdings, ja, wenn Himmelsfeld draußen ist und man tatsächlich 8 Pokémon auf der Bank hat, dann fügt dieser Angriff 140 zu, das ist dann schon gut. Aber dennoch, um das erstmal zu erfüllen, das ist schon eine harte Kondition, um diesen Angriff gut einzusetzen. Ordoch EX finde ich auch an sich nicht so gut, allerdings kombiniert mit dem Mega Ordoch ist das was anderes. Denn es gibt auch einen Mega Ordoch EX in dem Set, keine Full Art Version von diesen Karten. Aber die Regular Art, die gibt es davon und die finde ich gar nicht so schlecht von denen, vom Angriff her und so. Die ist relativ spielbar. Nun haben wir hier ein Monozyto, Sphinx, Flurmel, Jurob, Warmboll, Görentalent, Smogmog, Resladero, Picochilla ist unsere Reverse. Und die Rare ist ein Groink. Nichts großartig Besonderes. In diesem Fall. Mal den Stapel an Commons und Uncommons mal so ein bisschen recht rücken. So. Smogon. Serpifeu. Dickdar. Jurob, Sphinx, Resladero, Langzeitgedächtnis, Altbernstein, Aerodactyl und Simsalas Geistesbund ist unsere Reverse und die Rare ist ein Zedraking EX. Nice, davon gibt es auch eine Full Art Version sogar. Sehr cool. Farbgebung auf der Karte einfach genial. 170 KP, großer Sturm. Lege eine beliebige Stadionkarte im Spiel auf den Ablagestapel. 20 Schadenspunkte macht dieser Angriff für eine Farblos. Dann Drachenspur.
Eine Wasser, drei Farblos Energien. 60 plus zieht dieser Angriff. Dieser Angriff fügt 30 weitere Schadenspunkte für jede an dieses Pokémon angelegte Donner-Basis-Energie zu. Das heißt, man sollte Seedraking EX schon mit Donner-Energien aufladen. Wenn das der Fall ist, wir gehen mal von einem sehr realistischen Fall aus. Man spielt ein Drachendeck mit Doppeldrachenenergie. Diese liefert zwei Energien, egal welchen Typs, ist aber keine Basisenergie. Das heißt, man kann es an Seedraking EX anlegen, weil es ein Drachen-Pokémon ist. Und dann sind zwei Energiekosten hiervon gezahlt. Und dann muss man noch zwei Energien anlegen, also zwei Donner. Dann macht dieser Angriff 120 Schaden. Das ist nicht so viel. Allerdings kann man den Angriff natürlich aufpimpen. Allerdings, ja, um den richtig gut brauchbar zu machen, müssen auf Seedraking EX ungefähr 5 oder 6 Energien liegen. Denn man braucht mindestens 4 Basisenergien auf ihn, dann haut dieser Angriff richtig rein, dann zieht er 180, dann macht man fast jedes EX-Pokémon platt, dann ist die Karte gut. Also 4 Donner sollten schon drauflegen. Wenn man, es braucht halt lange, um diese Karte aufzuladen. Deswegen weiß ich nicht, ob das spielerisch so wirklich was taugt. Das wird man aber dann mit der Zeit sehen, denn Leute kommen auf viele Ideen im Spiel, wie sie da eine Strategie entwickeln können, eine Deckstrategie, um bestimmte Karten optimal spielen zu können. Deswegen wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen, ob die Karten gut spielbar sind. Das heißt, das sind alles so Prognosen eher. Das sieht man dann in der Praxis. Sesokitz, Pummeluff, Mullimorba, Mauzi, Serpifeu, Doppelfarblosenergie, Kabutus, Doomfossil, Patrott und Bronzong Turbo. Damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Bronzong Turbo haben wir schon gezogen, aber dennoch coole Karte. Und Thanatora ist unsere Rare. Ah, genau, jetzt muss ich ein neues Paket aufmachen. So. Da haben wir das Bronzong Turbo. Schön in einer Hülle. Ich empfehle euch, auch wenn ihr neu im Sammelkartenspiel seid, kauft euch auf jeden Fall diese Hüllen, diese Cardsleeves. Die sind total günstig, die kosten das Stück 1 Cent. Also es gibt die in 100er Paketen für 1 Euro. In vielen Läden, die Sammelkartenspiele verkaufen oder sonstiges. Ansonsten im Internet bestellen, die heißen ganz einfach Cardsleeves, Ultra Pro Cardsleeves, sind wirklich günstig. Also eine Hülle kostet 1 Cent das Stück und an die Karten kommt nichts dran. Ich erlebe das immer wieder, dass wenn ich mit Leuten tausche, Karten ankommen, die im Zustand sind, die ich leider nicht annehmen kann, weil sie eben so in so einem schlechten Zustand sind. Und wenn man einfach diese günstigen Hüllen benutzen würde von Anfang an, dann wird mit diesen Karten nichts passieren. Oder einfach die Karten in einen Sammelordner packen. Dann würde damit nichts passieren. Denn die Karten sind natürlich auch schon ein bisschen was wert. Kommt natürlich immer drauf an, welche. Aber man sollte die schon so ein bisschen pflegen. Mullimorba, Flurmel, Picochilla, Skalück, Lavitar, Verbrannte Erde, Burmadam, Energietasche, Bronzel ist unsere Reverse und die Rare ein Kabutops. Phinexis Artwork. Phinexis Turbo haben wir noch nicht gezogen. Im Moment, momentan ist es die einzige Turbo, die mir fehlt. Deswegen hoffe ich, dass wir die noch ziehen. Aber wir haben auch noch ziemlich viele Booster in diesem Part übrig. Und natürlich noch die 4 Displays, die im Hintergrund stehen. Burmy, Bronzel, Bitora, 3 Bs hintereinander. Snubbull, Riolu, Mitodos, Rückentwicklungsspray, sehr gut. Chilabel, Lavados ist unsere Reverse, Rare. Das ist schon mal ein cooles Pack. Ah, Krabwumms, zieht's ein bisschen runter. Lugia Break.
So. Hier haben wir einen Bronzel. Snowball. Burmi. Warmball. Riolu. Chilabel. Kangama. Mythodos. Ammonitas Reverse. Oh, und die Rare ist ein Mega Ordoch EX. Krass. Sehr cool. Diese Karte habe ich noch nicht. 220 KP. Magische Sinfonie ist der Angriff für 3 farblos. Wenn du während deines Zuges eine Unterstützerkarte von deiner Hand gespielt hast, fügt dieser Angriff ein Pokémon auf der Bank deines Gegners 50 Schadenspunkte zu. Wende Schwäche und Resistenz bei Pokémon auf der Bank nicht an. Das ist cool. Eine Unterstützerkarte spielt man eigentlich fast immer. Und genau. Dann kann er natürlich auch gut Gebrauch von diesem Angriff machen. Und einem Pokémon auf der Bank noch 50 Schadenspunkte zufügen. Mega Ordoch finde ich relativ sinnvoll. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so extra Colorless Decks gibt, wo man das vielleicht drin spielen könnte. So. Seht mal. Also, EX-mäßig haben wir super schon was gezogen. Eine Full Art noch und ich wäre mega mäßig zufrieden. In diesem Part. Hier haben wir einen Spoink. Picochilla, Dicta, Lavita, Rockara mit der Bodyguard-Fähigkeit, Zygarde die 10% Form, Ammonitas irgendwo in Atlantis oder sonstiges, Elfan, Burmadam ist unsere Reverse und die Rare ist das andere Rockara mit Energiehüter. Das war ein sehr kampflastiges Pack. 2 verschiedene Versionen von Rockara und Zygarde 10% Form. Ganz gute Kampfkarten darin. Perfekt geöffnetes Pack. Heißt das was Gutes oder heißt das was Schlechtes? So. Hier haben wir einen Monozyto. Sphinx. Rockara. Sesokitz. Picochilla. Feenbeet. Smogmog. Team Rockets Machenschaften. Pummeluff ist unsere Reverse und die Rare ist ein Altaria EX. Wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Noch eine EX. Machtvoller Vorteil. 30 plus zieht dieser Angriff. Wenn dieses Pokémon während dieses Zuges geheilt wurde, fügt dieser Angriff 60 weitere Schadenspunkte zu und heilt 30 Schadenspunkte bei diesem Pokémon. Nicht schlecht, dann wären das 90 Schaden. Und 30 heilt sich Altaria für Doppel-Colorless. Das geht. Das ist ganz gut. Schimmernder Wind. Während des nächsten Zuges deines Gegners hat dieses Pokémon keine Schwäche. Okay. Das ist... na... eher mittelmäßig. Also sollte man vielleicht machtvoller Vorteil einsetzen und es dann zu Mega Altaria entwickeln, wenn man es spielt. Sehr cool. Sehr coole Karte. Gefällt mir. Ja, jetzt wird es hier langsam mal wieder eng. Mit dem Platz. So. Auf jeden Fall in diesem Part schon 4 EX-Karten gezogen, die ich noch nicht hatte. Das ist schon mal sehr gut. Nur leider bin ich immer noch nur bei einer Full Art, die ich habe. Zwar doppelt, aber... ich hoffe, es kommen noch einige dazu. Sphinx, Skalück, Lavita, Warmball, Smogon, Ordochs Geistesbund, Pokémon Fan Club, Burmadam, Relaxo Reverse Rare, ganz okay, und Aerodactyl Rare, okay, ein solides Rare Pack. Na. Nein, nein, nein. Das Booster hier ist leider ripped.
Wir könnten zum Beispiel auch noch einen Holofin Nexus ziehen. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Mauzi, Lavita, Dikda, Spoink, Riolu, Doppelfarblos-Energie, Rotenna, Elfern. Yes, Chaosturm Reverse. Das Pack ist hammermäßig. Ich liebe diese Reverse-Karten. Also, wenn ihr davon eine zum Tausch habt, ich tausche das gegen eine andere Holo-Karte, die ich zur Verfügung habe. Genau. Chaosturm ist zwar eine Reverse-Karte, aber hat diesen interessanten Holo-Effekt. Und ich lege mir davon immer mindestens ein Playset zurück. Die kommt jetzt erstmal hier doch leider dann auf den Stapel. Auf jeden Fall Chaosturm. Mag ich sehr gern. Bin gespannt, ob wir jetzt eine Holo noch ziehen oder noch eine EX oder so. Denn wir haben noch ein paar Packs. Serpifeu, Monozyto, Molimorba, Picochilla, Flurmel. Dann haben wir hier Yugong, N, Ammonitas Helix Fossil, Riolu Reverse und die Rare ist ein Bronzong. Ja, das Bronzong auch nicht schlimm. Auch ganz gut. Das Artwork mit Mega Simsala finde ich auch einfach nur genial. Sieht sehr cool aus. Dann haben wir hier ein Yurob als erstes gesehen. Mal sehen, was der Rest vom Pack uns sagt. Yurob haben wir hier, Lavita, Skalluk, Burmy, Smogon, Altarias Geistesbund, Kabutos Doomfossil, Burmadam, Rückentwicklungsspray ist unsere Reverse, das ist sehr gut, das gefällt mir. Und noch ein Relaxo Rare, nicht schlecht. Wir haben noch genau 4 Packs. Jedes Artwork müsste also einmal noch enthalten sein. Ja, richtig. Hier einmal das Phinexus Turbo Artwork. Mal sehen, was daraus kommt. Komm schon, eine Full Art hätte ich gerne noch. Sehr gerne noch. Riolu, Pummeluff, Mauzi, Bitora, Snubbull, Simsalas Geistesbund, Megafänger, Knuddeluff. Unsere Reverse ist Zygarde in der 10% Form. Ganz cool. Und die Rare ist ein Rotom. Schicksalsschmiede, los, hau rein. Bereite mir ein gutes Schicksal. Ich habe noch keinen Mega-Simsala gezogen. Davon wäre natürlich die Full Art auch sehr genial. Flurmel, Serpifeu, Sphinx, Pummeluff, Riolu, oh, Chaosturm, Zygarde, Verbogener Löffel, unsere Reverse, Chillabelle und die Rare ist Phinexus Holo. Habe ich es mir doch gedacht. Also man ist so ziemlich auf der sicheren Seite, wenn man sich ein Display holt, dass man jede Holo in dem Set einmal kriegt. Das ist schon fast garantiert. Denn die anderen hatten wir im Part davor. Ja, das Pack hier will nicht so richtig. So. Rein theoretisch ist noch eine Turbo möglich. Rein theoretisch. Yurob, Sphinx, Rockara, Sesokids, Bronze, Kabuto, Burmadam, Fossil-Ausgrabungsset, keine Turbo, Sphinx Reverse und die Rare ist ein Knogger. Und nun hängt alles von Mega Simsala ab. Das letzte Pack des zweiten Displays. Mal sehen, was da noch so drin schlummert. Wir haben hier ein Spoink, Monozyto, Bitora, Riolu, Picochilla, Zufallsempfänger, Ammonitas Helix Fossil, Potrot, D,
Die Reverse ist ein Amoroso Turbo und die Rare ein Moterpel. Na, das braucht man nicht unbedingt, aber Amoroso Turbo nehme ich doch gerne. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Jetzt gucke ich mal gerade hier einmal durch. Ich merke gerade, dass wir tatsächlich, das ist das zweite Amoroso aus einem Display. Das ist ein bisschen verrückt. Gut, dann gehen wir einmal nochmal die Pulls durch. Hier haben wir Phinexis Holo gezogen. Bronzong und Amoroso Turbo. Die hatte ich schon. Dann Altaria EX, Zedra King EX und Ordoch EX sowie Mega Ordoch EX. Sehr genial hier diese Puls. Sehr cool. Und hier noch einmal ganz kurz das, was wir im ersten Part gezogen haben. Das kriege ich hier gar nicht alles drauf. Also das Display, das ist wirklich genial gewesen. Drei Turbos. Ich glaube 6 EX. Ja, 6 EX und eine Full Art. Ganz okay, würde ich sagen. Ich hätte mir zwar eine andere Full Art gewünscht als Simsala EX, weil ich die ja schon habe. Aber ansonsten ziemlich gut. Ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Und es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Und ihr guckt auch beim nächsten Mal zu. Und nächsten Freitag ist dann das dritte Display dran. Das hier, was ihr hier seht. Und bis zum nächsten Mal. Euer Pokémaniac. Bis dann.